Deutschland steigt um auf erneuerbare Energien. Wind, Sonne und Co. sollen künftig das Land antreiben. Doch ist der Umstieg vielleicht auch ein Ausstieg aus der Riege der Industrienationen? Mit der Energiewende wird Strom teurer, so viel ist klar. Und das könnte für stromintensive Unternehmen und deren Arbeitnehmer zum Problem werden. Martin Kneer von der Wirtschaftsvereinigung Metalle warnt vor einer Deindustrialisierung. Wir haben heute bereits Strompreise, die international nicht wettbewerbsfähig sind, deutlich über dem europäischen Schnitt. Es mag sein, dass über die Energiewende ein privater Haushalt mehr Kosten tragen kann, aber die Industrie kann dies letztlich gesehen als energieintensive nicht mehr. Und ich glaube, der Arbeitnehmer, der seinen Arbeitsplatz verloren hat, der kann diese Mehrkosten dann auch nicht mehr tragen. Bei der Energiewende rechnen Volkswirtschaftler in Milliardenbeträgen. Für stromintensive Betriebe geht es um jeden Cent. 1 Cent Strompreissteigerung bedeutet für eine Aluminiumhütte etwa 45 Millionen Belastungen. Das ist höher als letztlich gesehen der Jahresgewinn. Die Energiewende ist für das Stromnetz eine riesige Herausforderung und manchmal auch eine Überlastung. Energieintensive Unternehmen sind ein wichtiger Spieler im Stromkreislauf. Sie stabilisieren das Netz, weil die Unternehmen kontinuierlich Energie abnehmen. Doch wenn Strom einfach ausfällt, dann hat das für diese Betriebe fatale Folgen. Wenn es einen Blackout geben würde, dann ist ein totaler Produktionsausfall eine Zerstörung im Prinzip der technischen Möglichkeiten da. Dann ist dieses Werk platt. Die Energiewende ist eine riesige Chance für Deutschland. Innovationen und Arbeitsplätze inbegriffen. Eine neue Industrie entsteht, die die Republik zum Vorreiter einer modernen Energiearchitektur machen könnte. Eine Chance auch für die energieintensiven Industrien mit ihren rund 900.000 Beschäftigten. Es dreht sich in Deutschland kein Windrad ohne E-Metalle, es fährt kein E-Mobil, es funktioniert keine Solarzelle, keine Energieeffizienz im Haus ohne uns. Also Gegnerschaften auflösen, gemeinsam konstruktiv Lösungen finden. Die Energiewende, sie kommt, so viel ist klar. Die Frage ist nur, sind wir auf dem richtigen Weg?